Jesus sagt, nur Gott kann diese tödlichen Waffen daran hindern, hochzugehen. 13. März 2019. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Ich danke dir, Herr Jesus, für dieses hoffnungsvolle und ermutigende Wort. Bitte, Herr, durchtränke uns mit Ausdauer und Glauben, damit wir alles erledigen können, was vor uns gesetzt ist, bevor du für uns kommst. Amen. Nun während dem Gebet sah ich den Herrn mit seiner Krone, aus welcher reichlich menschliches Babyblut in eine Pfütze auf dem Boden tropfte. Es scheint, als ob es pausenlos Abtreibungen gegeben hätte, seit jenes Gesetz verabschiedet wurde. Wir haben alle bereits für sie Fürbitte eingelegt und einige von uns haben ihre Auswirkungen am eigenen Leib gespürt. Carol hatte mir erzählt, dass sie ihn so gesehen hat mit der Dornenkrone. Ich hatte ihn noch nicht gesehen zu jenem Zeitpunkt und ich wunderte mich, bin ich hartherzig oder ist die Betrachtung solch böser Dinge einfach zu schrecklich? Ich fürchte, dass mein Herz sich zu sehr ablenken ließ, um den Anblick dieser abscheulichen Verbrechen zu vermeiden, die kein normaler Mensch begehen würde. Ein Baby zu töten, das gerade eine Abtreibung überlebte. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es einfach nicht. Und dann dachte ich darüber nach, womit die Bösen dem Präsidenten drohen, was den Dritten Weltkrieg auslösen könnte. Mehrere Massenvernichtungswaffen, die in bestimmten Städten deponiert und mit einem tödlichen Virus versehen wurden. Sie sind programmiert, hochzugehen, wenn es keine menschliche Intervention gibt. Aus diesem Grund können die Menschen, die den benötigten Code haben, und ihn vor der Detonationszeit eingeben müssen, nicht verhaftet oder getötet werden. Sie müssen frei und am Leben bleiben, um den Code eingeben zu können. Wenn sie es nicht sind, wird dieser tödliche Virus in der ganzen Stadt verbreitet und jedes Individuum töten, das noch atmet. Und ich dachte, wir können dies nicht allein schaffen. Gott, du musst mit uns sein. Wenn wir den Einsatz dieser Waffen stoppen können, können wir die Kriminellen verhaften, strafrechtlich verfolgen und sogar hinrichten. Aber wie finden und entschärfen wir sie? Dann kam mir die Rakete in den Sinn, die vom Gazastreifen abgefeuert wurde. Sie war unterwegs, um einen jüdischen Wohnkomplex in Jerusalem zu treffen. Ein mehrstöckiges Gebäude. Der Herr drehte jene Rakete um und sandte sie ins Meer hinaus. Herr, du kannst dies tun, aber wird dies die Verhaftung der anderen Verräter ermöglichen? Sag es mir, Herr, ist dies der entscheidende Moment? Jesus begann, ziemlich genau, aber mir ist es möglich, das Unmögliche zu vollbringen und alle Waffen zu entschärfen, mit denen dem Präsidenten gedroht werden. Was fehlt und nötig ist, ist der Glaube aller, die involviert sind. Dies können sie nicht alleine schaffen. Es muss durch den Glauben getan werden. Es wurden viele Systeme eingerichtet für den Fall, dass dieser oder jener verhaftet wird. Es gibt mehrere mögliche Szenarien. Gebet ist das Einzige, was dies aufhalten kann, Claire. Tiefe, herzzerreißende Gebete für all jene, die dies wirklich aufhalten wollen. Mehr Gebete sind nötig und ich bin froh, dass du dies veröffentlichst,
Meine Leute, zu dieser Stunde sind die Dinge so kritisch, dass es nicht viel Platz für Nachlässigkeit gibt bezüglich der Verhaftung der Schuldigen. Nur ein Akt Gottes kann jede einzelne dieser tödlichen Konsequenzen daran hindern, aktiviert zu werden. Und Gott beantwortet Gebete. Dies ist die Waffe erster Wahl für euch. Es ist so unglaublich einfach. Wenn die bösen Personen nicht aufgehalten werden, werden sie auf die eine oder andere Art einen Krieg anzetteln und meinen Vater weiterhin mit ihrem Gemetzel verspotten. Wie sehr er trauert. Ja, ihr habt es vermieden, euch dorthin zu begeben, und ich verstehe es. Dennoch braucht er viele, die ihn trösten. Die Trauer ist so tiefgreifend. Seht, er blickt auf die Begabungen dieser kleinen Kinder und wie sehr ihre Eltern sie bräuchten. Jedes Glücksbündel wird ganz besonders gestaltet für jeden Menschen, damit sein Leben auf eine wunderbare Weise wachsen und sich verbessern kann. Außerdem werden diese Kinder in die Welt gesandt, um die Mächte der Finsternis in den kommenden Jahren zu besiegen. Wie ich euch schon gesagt habe, der Teufel kann die Kinder töten, aber ihre Mäntel werden an die Lebenden weitergegeben, an jene, die bereit sind, sie zu empfangen. Tröstet meinen Vater, ihr Lieben, tröstet ihn. Tröstet ihn mit euren Gebeten, mit euren Liedern, und mit eurer Zeit, die ihr zu seinen Füßen verbringt. Tröstet ihn mit eurem Gehorsam und arbeitet daran, das Königreich Gottes zu verbreiten, solange es noch Tag ist. Er will mit der Erde noch nicht Schluss machen. Er wünscht sich Wiederbelebung, Engagement und Hingabe gegenüber seiner Absicht. Dies ist bis jetzt das Grausamste, was Satan getan hat, um sein absolut reines Herz zu verletzen. Diese Kleinen waren ein leuchtender Teil von ihm, geliebt und als Geschenke in die Welt gesandt. In ihnen, mit ihren Gaben, war die Macht, die Erde umzudrehen. Aber jetzt, wo sie von Millionen abgelehnt wurden, wird die Hoffnung trübe und das Urteil hängt in der Luft. Tut alles, was ihr könnt, um dieses Wort zu verbreiten, um das Gewissen der Christen überall aufzuwühlen, um dieses schädliche Böse zu bekämpfen. Tut alles, um die Wahrheit zu verkünden und das Leben zu schützen. Tut alles, um diesen Präsidenten im Amt zu halten, bis die Arbeit erledigt ist. Ich weiß, wie müde einige von euch sind, aber es gibt neues Leben für euch, wenn sich das Blatt endlich wendet. Entweder neues Leben im Himmel mit mir oder neues Leben auf der Erde, um eine Wiederbelebung zu bewirken. All jenen, die sich wünschen, mir mit ihrem ganzen Herzen zu dienen, wird eine Verjüngung gegeben werden. Ihr Leben ist noch nicht vorbei, noch lange nicht. Glaubst du das, Claire? O Herr, so müde wie ich auch in diesem Moment bin, ich muss doch sagen, ja, ja, ich glaube es und warte darauf. Also gut, dann halte durch und vertraue mir voll und ganz. Ja, gesegnet sind jene, die alles, was der Herr vorhersagte, geglaubt haben, denn es wird so sein. Amen.